Hallo, hier ist der Jochen von Musikschmidt, Frankfurt. Ich zeige euch heute das neue Produkt von der Firma Echo Audio, Audiofire Pre-8. Das ganze Teil kommt im 19-Zoll-Gehäuse, ein HE. Wir haben zwei Mikrofonvorverstärker auf der Vorderseite. Auf der Rückseite geht es damit dann munter weiter. Da haben wir dann die zusätzlichen 6 Stück auf der Rückseite, macht insgesamt 8. Die könnt ihr alle dann hier vorne bequem regeln. Das heißt, ihr habt hinten immer eine Festverkabelung und je nachdem, wenn ihr mal einen Gast im Studio habt oder zu Hause, könnt ihr euch direkt hier vorne einloggen und könnt immer über diese Wahlschalter hier den Mikrofonpegel einstellen. Dann haben wir für die ersten beiden Kanäle noch ein bisschen was Besonderes. Und zwar gibt's da pro Eingang quasi einen Phasenflip-Schalter. Wir haben einen Patch-Schalter für die Absenkung des Pegels. Wir haben einen DI-Schalter. Wir haben eine Phantomspannung, wir können die Impedanz ändern, wenn ihr mit unterschiedlichen E-Gitarren ran wollt. Und wir haben einen Low-Cut-Filter. Diese beiden Sachen sind aber nur für die ersten beiden Kanäle verfügbar. Plus auf der Rückseite geht es noch weiter. Da haben wir für die ersten beiden Kanäle noch einen Channel-Insert. Da könnt ihr noch einen Kompressor, einen EQ, je nachdem Channel-Strip einschleifen. Das Ganze passiert dann vorm Wandler und geht danach erst in den Rechner. Dann geht's weiter. Wir haben 8 Line-Ausgänge. Davon sind hier die ersten zwei schon mal als Main-Output gekennzeichnet. Und hier drüben die MIDI-Schnittstelle rein, raus. Dann haben wir hier eine Word-Clock für weitere Interfaces zur Synchronisation und die beiden Digitalschnittstellen, einmal SPDIF und einmal ADAT. Das ADAT, was hier eingebaut ist, ist im Übrigen SMUX-fähig. Das heißt, ihr könnt also bis zu 96 kHz übertragen, statt normalerweise nur 48, habt aber dann nur 4 Kanäle mehr. Insgesamt würde das Ganze dann quasi 8 und nochmal 8 ein 16-Kanal-Interface ausmachen. Das Ganze ist auch relativ schwer, da ist also ordentlich was drin. Sehr schöne Bausteine verwendet, die Preamps klingen sehr gut. Und hier drüben haben wir noch die Abhöreinheit. 2 Kopfhörerausgänge und einen getrennten Regler für die Phones-Ausgänge und die Main-Outs. Und als allerletztes natürlich dann noch die Verbindung zum Computer. 2 Firewire 400 Ports. Mit dem einen zum Computer und mit dem anderen zum Weiterschleifen zu noch weiteren Geräten. Und das Kabel ist im Übrigen dann auch im Lieferumfang enthalten. Also alles in alles, in allem ein sehr schönes Teil. Gerade frisch reingekommen und das solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken bei uns. Entweder kommt ihr einfach mal in den Laden und schaut es euch an. Oder ihr guckt euch das Ganze über unser Filmchen an im Internet. Je nachdem. Wir freuen uns auf jeden Fall immer über euren Besuch hier in Frankfurt. Kommt vorbei, testet es und hört euch an, ob es euch gefällt. Wir haben auch darüber hinaus eine 33 Tage Money-Back-Garantie, falls ihr nicht damit zufrieden sein solltet, und eine 66 Tage Umtauschgarantie. Ich bin der Jochen aus der Recording-Abteilung von Musik Schmidt und das war's heute von mir.